Erstmal, erste Frage, wie kommt es dazu, dass ihr eine neue Fondsgesellschaft gegründet habt? Und vor allem, warum ein neuer Fonds? Gab es noch nicht genug in Deutschland? Ja, also BlackPoint Asset Management ist entstanden aus der Zusammenarbeit von Dr. Kurt Schwarz, ja. Einer der Gründerfamilie der Schwarz Pharma, dem Fondsmanager Alexander Pirpama. Der war 11 Jahren Leiter Asset Management, Geschäftsführer der Reimann Asset Management. Also der größten Vermögen, der größten Familie in Deutschland. Ja. Genau. Vorher war er auch 10 Jahre Fondsmanager bei Pioneer und mir. Ja. Also wir kannten. Ihr kanntet euch schon länger. Genau, wir kannten uns schon länger. Und ich sag mal so, der Anstoß, wieso wir das letztendlich das Ganze umgesetzt haben und geplant und umgesetzt haben, man darf ja sagen, das war natürlich die Trennung zwischen mir und Eibon Wallwitz. Ja? Genau. Das, so fing das an. Und die Idee ist eben entstanden, weil viele vermögende Familien, ja, andere Family Offices, natürlich können sie Fondsmanager anstellen bei sich. Ja? Die Besten, ja? Sie können sich das leisten. Das Problem ist, dass diese Portfolio-Manager, wenn sie nicht im harten Wettbewerb sind mit anderen, sie tendieren in eine Art Comfort Zone, ja, okay, zu rutschen. Werden bequem. Genau. Und das ist so, was natürlich diese Idee BlackPoint sehr attraktiv erschien für die Familien, die uns das als Ankerinvestoren gedient haben. Aber was setzt jetzt euer Fondsmanagement unter Leistungsdruck? Was ist da, weil ihr freier Markt agiert, weil ihr nicht nur für Familien arbeitet oder für, genau, verschiedene? Genau, also BlackPoint ist völlig unabhängig, ja, und steht im Wettbewerb mit 200 anderen Asset Manager. Ja. Ja? Das heißt, die Leistung, ja, unsere Dienstleistung, wie unsere Fonds performt, alles, was wir tun, wird ständig gemessen anhand von Peer Groups, von Wettbewerber, von Bestsellers etc. Und das ist das, was für die Familien interessant war. Sie haben zwar einen direkten Draht zum Portfolio Management, zu uns, sind aber, können davon ausgehen, dass wir wirklich viel arbeiten müssen und immer besser werden müssen, um diesen Wettbewerb zu bestehen. Und so ist BlackPoint mehr oder weniger entstanden. Aber was macht ihr im Fondsmanagement? Also was, genau, ist da das, was ihr vielleicht anders macht als andere oder besser macht als andere? Ja, also wir wollten einen Schritt weitergehen. Ja? Wir wollen nicht alles so machen wie vorher, sondern die Idee ist eben, natürlich, man macht alles, was man vorher gelernt hat und entwickelt es weiter. Aber wir dachten, wie wäre es, wenn wir eine noch größere Interessengleichheit zwischen uns Asset Manager und alle Anleger stellen? Ja? Wie kann man das machen? Also die Idee ist eben, dass diese Fonds, wodurch die Vermögensverwaltung dieser Familien läuft, ja, das, ja, wird in dem Fonds umgesetzt, dass wenn jemand dort kauft, diese Fonds, dass man nicht nur die gleiche Strategie dieser Familien hat, sondern sogar im gleichen Konstrukt investiert ist von der Familie. Das ist praktisch. Okay, das heißt also ganz kurz, um das zu sortieren. Ja. Ich als kleiner Privatanleger könnte auch investieren in euren Fonds und hätte die gleiche Vermögensverwaltung, die eine Familie Schwarz, genau, Reimann oder wer auch immer hätte. Genau, also genau die gleiche Verwaltung im gleichen Konstrukt. Okay. Also das ist praktisch per se nicht ein Qualitätsmerkmal, aber das ist schon ein deutliches Signal, dass es eine Interessengleichheit ist,
hergestellt ist zwischen den, egal welchen Anlegern, und der Asset Manager. Okay, ja? Also das heißt, ihr seid ja ein vermögensverwaltender Fonds. Das genau. Heißt, ich muss mir nicht meine Asset Allocation selbst bauen, also einen Rentenfonds, Aktienfonds und was weiß ich nicht zusammenbasteln, sondern ihr habt das als Vermögensverwaltung. Ihr managt das so, das heißt, wenn die Märkte runtergehen, geht ihr ein bisschen runter in der Aktienquote und wenn es hoch geht, hoch und diese ganzen Spielchen. Und ich als Privatanleger könnte investieren und wüsste aber, dass eben halt auch Vermögensverwalter der großen Family Office auch mit drauf gucken und sagen, okay, sie achten auf die Performance und dass ich letztendlich mein Geld genauso gemanagt weiß wie das von großen Familien, die genau. Eben halt Profis mit drauf gucken. Genau, also, ja. Also für die Familien war dieses Thema, dass wir im Wettbewerb stehen, wichtig. Es waren auch zwei andere Themen sehr wichtig. Davon profitieren alle Anleger. Ja. Zum einen, dass wir ein sehr hohes institutionelles Niveau haben. Ja. Im Management. Also wir haben das heißt, nicht Anfänger im Portfolio Manager und solche Sachen, sondern das sind alle Fondsmanager mit einem super guten Track Record, die schon 20 Jahre Fonds gemanagt haben und so weiter. Und das war für sie wichtig. Hohes Senior Level. Hohes Senior Level, okay. Ja. Und das Dritte war, dass diese Familien im Laufe der Jahre spüren, auch durch die Generationswechsel, dass die liquide Vermögensverwaltung mehr in Richtung Nachhaltigkeit getrieben werden muss, ja, oder gesteuert werden muss. Und dafür braucht man Profis, ich sag mal so Tools, Research und alle diese Dinge, die man praktisch sich aufbauen muss, ja, oder einkaufen. Und das war. Was heißt das? Inwiefern seid ihr nachhaltig? Was macht ihr da, dass ihr euch als nachhaltig bezeichnet? Wir sind in unserer Form praktisch, wir müssen mindestens 75% des Vermögens nachhaltig investieren. Ja? In der Regel investieren wir bis zu 90-95% nachhaltig. Das wird täglich kontrolliert von der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Und das ist etwas, was wir in dieser Form früher nicht machen konnten, weil es uns die, ich sag mal so, die Instrumente dafür fehlten. Was wir gemacht haben, wir haben eine komplette Infrastruktur gebaut mit externen Datenlieferanten. Und das haben wir integriert in diesen Investmentprozess. Und dadurch ist der Fonds sozusagen, hat sehr viele Ausschlusskriterien. Wir müssen uns auch aktiv beteiligen bei Hauptversammlungen und solche Sachen. Und das macht der Fonds natürlich eine ganz andere, es ist anders als normale Fonds, wie es früher gab. Ja, also dieses Thema Nachhaltigkeit ist extrem wichtig. Okay. Blackpoint, warum Blackpoint? Was macht der Name? Das ist eine gute Frage, werden wir oft gefragt. Also Black, wir wollten einen versteckten Hinweis auf die Familie Schwarz. Okay. Ja? Und Blackpoint ist dieser kleine schwarze Punkt an der Zielscheibe. Ah, okay. Ja? Wieso? Genau, egal welche Zielscheibe. Ja. Genau. Wieso? Weil wir ein sehr fokussiertes Geschäftsmodell haben. Sehr fokussiert. Also das ist auch das, was für die Familien interessant war. Normalerweise ist es so, ein Asset Manager oder ein großer Vermögensverwalter, sage ich mal so, in Deutschland, der hat ja 400-500 einzelne individuelle Depots und nochmal 10 Fonds, die er managt. Mhm. Und dafür hat er 5 oder 6 Portfolio-Manager für all das. Ja? Bei uns ist es so, wir wollen 5, 6 oder mehr Portfolio-Manager haben, die sollen aber alle wie Bienen für dieses eine Portfolio arbeiten. Wir haben, heißt, ihr wollt auch nur einen Fonds haben und keinen weiteren aufnehmen? Genau, das ist the one and only. Ja? Okay. Das ist diese Geschäftsidee, dieses Modell ist angelehnt an den Engländer Terry Smith, ja. Ja, mit Fun Smith, der 50, 60 Milliarden an der Management hat und nur ein Portfolio hat. Ein Fonds, ein Portfolio. Und er hat dort ungefähr 15 Fondsmanager und Analysten. Und die arbeiten alle für dieses eine Portfolio. Und das ist so das, was, denke ich, bei uns das Ganze bedeutet. Also der Name Blackpoint symbolisiert, hat diese versteckte Hinweis und symbolisiert eben diese
Fokus, die wir haben. Woran macht ihr Nachhaltigkeit fest? Was sind da für euch die Punkte, an denen ich mich orientieren kann, wenn ihr redet von Nachhaltigkeit? Also unser Nachhaltigkeits, ich sag mal so Prozess, ja, das ist so eine Art Drei-Säulen-Prozess. Wenn wir Aktien auswählen, wenn wir Anleihen von Staaten auswählen oder von Unternehmen, dann läuft immer im Investmentprozess, das ist die erste Säule, eine zunächst einmal eine Ausschlusskriterienprüfung, ja, und danach eine sogenannte Filter, ein Nachhaltigkeitsfilter. Ja. Was filtert der? Der filtert sozusagen Unternehmen, die unseren Nachhaltigkeitsansprüchen nicht genügen. Ja. Okay, wir also sind zwar keine Nachhaltigkeitsexperten, aber verlassen uns auf die Analyse von ISS. Ja. Okay. Das ist eine der weltweit größten Lieferanten von Nachhaltigkeitsdaten. Genau. Und da haben wir Kriterien. Ja, was ist der Mindeststandard etc.? Wie viele Daten müssen Sie auch liefern und so weiter und so fort? Und das ist die erste Säule des Prozesses. Wir integrieren das alles schon in der Auswahl der Wertpapiere. Danach gibt es eine zweite Säule, das nennen wir Engagement. Ja, wir haben Kooperationen mit Anwaltskanzleien, die uns ermöglichen, in der Hauptversammlung der Gesellschaften, in denen wir investiert sind, auch Einfluss zu nehmen, ja, okay, in Richtung Nachhaltigkeit. Ja. Und das ist eine wichtige Geschichte. Und die dritte Säule ist eben die Berichterstattung von diesem Portfolio als Ganze, also Vergleich in diesem Portfolio mit einem beispielsweise einem Aktienindex, wie viel weniger Emissionen wir in diesem Portfolio haben oder was auch immer. All das können wir auf der Portfolio-Ebene machen. Das aber macht ihr auch mit den ISS-Daten? Oder? Mit der ISS-Daten, ja. Okay. Oder auch auf Einzeltitelbasis. Ja, wir können für jeden Einzeltitel transparent sein. Also ihr geht hin und sagt, hier ist eine Aktie im Index zum Beispiel und hier habt ihr eine, die ihr ausgewählt habt, und dann vergleicht ihr die und sagt, okay, wir sind in puncto Nachhaltigkeit besser auf Basis der ISS-Daten. Genau, genau, weil es ist so, der Regulator, das ist der Unterschied zu früher. Früher hat man ganz ohne Probleme gesagt, ja, wir sind nachhaltig, wir haben hier, was weiß ich, das und das unterschrieben, dass wir das machen. So. Aber man musste das nicht nachweisen, ja, dass man es tut. Heute müssen wir das täglich nachweisen. Die dem Regulator, sprich, genau, also den Behörden gegenüber, BaFin gegenüber und am Ende auch dem Kunden gegenüber? Die Kapitalverwaltungsgesellschaft, das fängt schon damit an, dass wenn wir eine Order für ein Wertpapier einstellen, die Kapitalverwaltungsgesellschaft schon prüfen muss, ob sie praktisch compliant ist mit unserem Nachhaltigkeitsprinzipien, Ausschlusskriterien, Filtern etc. Okay. Und wenn das nicht so ist, ja, dann geht die Order durch dieses System der Kapitalverwaltungsgesellschaft gar nicht durch. Und dann kriegt ihr eine Info und dann heißt es neue Aktionen. Genau. Oder wenn die Gewichtung der Nachhaltigkeits- oder der Fonds, der muss nicht zu 100% nachhaltig sein, also in nachhaltige Wertpapiere investiert, sondern Minimum 75%, was schon viel mehr ist als zum Beispiel der normale, ich sag mal so heute, Artikel 8 Fonds. Ja? Mhm. Wenn die Gewichtung durch eine Order 0,1% runterfallen würde, dann geht diese Order nicht über das System durch. Okay. Ja? Das ist schon eine systematische Überwachung. Genau, ja, eine systematische Überwachung, das gab es früher nicht. Mhm. Und heute ist es sehr... wir sind sehr gebunden an diese Überprüfung schon vor jeglichem Kauf oder Verkauf von Wertpapier. Also wir haben ja festgestellt, dass gerade Family Office oder eben halt Familienvermögen sehr stark auf Nachhaltigkeit achten müssen. Die wollen sich da nichts umbauen. Ist das auch eure Erfahrung? Ist das ein Kernkriterium in diesem Geschäft der semi-institutionellen, also der Vermögensverwalter von hohen Individualvermögen? Ist das sowas, wo ihr sagt, da muss das passieren? Oder gibt es auch welche, die sagen, na komm, Nachhaltigkeit ist schön. Ja, es ist sehr schwierig, über ein einheitliches Verhalten zu sprechen. Also besonders bei, also meine Erfahrung, besonders bei größeren Familienvermögen, es ist in der Regel so, dass die Generationswechsel
in diese Familien mehr oder weniger automatisch die Verwaltung in diese Richtung steuert oder gesteuert haben möchte. Ja. Aber bei vielen anderen merkt man, das Thema ist noch nicht ganz angekommen. Ja. Es ist nicht ganz einheitlich. De facto ist es so, dass auch aus, wir machen das größtenteils aus Risikomanagementgründen. Weil natürlich Investitionen in nachhaltige Firmen oder in Anleihen von Staaten, wo es keine Korruption gibt, wo es keine was weiß ich, Kinderarbeit gibt und solche Sachen, natürlich sind das per se weniger riskant als Investitionen in, Firma, in eine Firma, die komplett, sich komplett, ich sag mal so, nicht nachhaltig verhält. Ja. Das ist das, was wir nennen nicht finanzielle Risiken. Das ist, darunter fällt es bei uns. Ja. Danke. Ich habe zu danken. Ja.